waren die Risse, die waren verteilt. Da konnte man noch in so einem Maulwurfshügel Trittsiegel erkennen. Und hier so im Umkreis von 30 Meter lagen dann die vier Tiere verstreut. Ein Tier ist über den Zaun da gesprungen und war in die Keule gebissen. Und die anderen sind in den Stall reingeflüchtet. Der Wolfsangriff im Februar war für Heidschnuckenzüchter Günther Rübke nicht der erste. Schon Ende 2016 tötete ein Wolf vier seiner Böcke. Seitdem geht der Züchter aus Winsen an der Aller jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl ins Bett und ist verärgert über die Untätigkeit der Politik. Die ersten Wölfe, wie die kamen, haben alle Hurra geschrien, aber es war doch von vornherein für jeden klar, dass irgendwas passiert, wenn die sich ausbreiten. Und dass sie sich nur von Wildtieren ernähren, das ist nicht möglich. Also die gehen an alles ran, wo sie möglichst wenig Energie reinstecken. Und das sind eben auch vorwiegend Weidetiere, ne? Wild und schützenswert, sagen die einen, böse und gefährlich die anderen. Fest steht, der Wolf ist da und zum Streitobjekt geworden. In Niedersachsen ist er seit 2006 zurück. Bis zu 250 Wölfe sollen es derzeit sein und sie breiten sich rasant aus. Um 30% wächst die Population jedes Jahr. Doch wo das enden soll, weiß auch der Umweltminister nicht. Ich störe am meisten die offenen Fragen, weil die machen es so schwierig. Und eine der kernoffenen Fragen ist, wie viele Wölfe und auch wie viele Rudel damit verbunden, wird es eigentlich in Niedersachsen geben? Also wenn man nicht weiß, wo ein Ende ist oder ein Deckel ist, dann kommen Diskussionen, die völlig der Realität entbehren. Durch internationales und europäisches Recht ist der Wolf besonders geschützt. In Deutschland erfolgt die Umsetzung über das Bundesnaturschutzgesetz. Das Ziel? Wölfe sollen hierzulande wieder langfristig einen lebensfähigen Bestand aufbauen können. Auf der einen Seite. Auf der anderen gab es aber auch allein in Niedersachsen vergangenes Jahr 328 gemeldete Wolfsrisse. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Und die Herausforderungen sind enorm. Beispiel Zaunhöhe. Einen optimalen Schutz gegen den Wolf gibt es nicht. Der Wolf ist ein intelligentes Tier und er wird immer eine Möglichkeit finden, reinzukommen. Wenn wir bei 1,20 plus Flatterband sind, kann das helfen, muss aber nicht helfen. Aber alles, was drunter ist, ist illusorisch, das können wir vergessen. Im Europawahlkampf setzen die niedersächsischen Parteien ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Die SPD will das Wolfsmanagement weiterentwickeln. Denkbar wäre eine Wolfsquote wie in Frankreich oder ein gemeinsames Wolfsmonitoring mit Polen. Die CDU will, ebenso wie die FDP und die AfD, schnelle und unbürokratische Entschädigungen für Weidetierhalter. Gemeinsam fordern sie den Abschuss von Problemwölfen. Die Grünen wollen die Weidetierhalter mit einer Weideprämie unterstützen. 60 Euro pro Rind, 20 Euro pro Schaf und Ziege. Eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht lehnen die Grünen ab. Heidschnuckenzüchter Günther Rübke kostet der Wolf derzeit täglich 3 Stunden Mehrarbeit. Für zusätzliche Kontrollen und weil er die Tiere jetzt jeden Abend erstmal in den Stall bringt. Doch aufgeben will er nicht, noch nicht. Da kommt ein 1,60 Meter hoher Zaun hin, der außen 2 führende Stromtrassen hat. Einmal 1 Meter hoch und einmal 1,60 Meter hoch. Und 50 Zentimeter unter Grabschutz. So dass er sich auch nicht unter durchgraben kann. Und wenn das dann nicht reicht, dann weiß ich nicht, aber wahrscheinlich höre ich dann auf. Andere Weidetierhalter in Niedersachsen haben es längst schon getan.